Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir befinden uns auf der Jagd der letzten Monde hier im Küstenland und setzen das mal weiter fort. Genau, beim letzten Mal haben wir den Toad hier oben besucht und da hinten ist noch so eine hohe Plattform, die aber vermutlich über den Gemäldegeheimgang zu erreichen ist. Doch das werden wir nochmal genauer in Erfahrung bringen mit dem Papageien, wenn wir alle anderen Monde hier im Küstenland gesammelt haben. Oh Gott, da ist einfach so eine Glitzerstelle und die habe ich nicht gesehen, oder was? Aber gut, hier war ich auch mehr unter Wasser beschäftigt als Oberwasser. Stimmt, es sind doch nur drei Goombas gewesen, da war das noch gar nicht der Mond. Aber ich glaube trotzdem, an dieser Stelle war ich wirklich mehr unter Wasser als Oberwasser. Überwasser. So, hier muss irgendwo noch so eine Pfütze drin sein, da. Hier vibriert es auch leicht, aber kein Glitzer zu sehen. Okay, dann, wenn man nicht explizit hier reinhüpft, der Controller hat vibriert. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Was hat er noch gesagt? Keine Ahnung. Was die Gezeiten zurückließen. Okay. Der war dann auch wirklich schwierig zu sehen, beziehungsweise mitzukriegen, wenn man nicht, wie gesagt, diese Pflanze explizit einmal kaputt gemacht hat und dieses Wasserbecken betreten hat. Ich glaube, mir fehlen auch immer noch 3 Lila Münzen hier. Kann das sein? So, und wo ist hier der Mond? Ich habe noch nicht so recht die Idee. Ach, hier ist noch so ein Minispalt. Jo, da ist auch irgendwas. Okay, nicht gesehen. Und? Okay, ein zweidimensionaler Mond. Ach so, es ist auch noch so eine Art Tic-Tac-Turnier. Ja, da mal flotti Karotti. Oh. Küstenland Tic-Tac-Turnier. Und was soll mir diese Schildkröte da sagen? Hat die noch irgendeinen tieferen Sinn? Gehen wir einmal die Schildkröte nerven. Nö. Aber irgendeinen tieferen Sinn scheint sie tatsächlich nicht zu haben. Dann mal wieder raus hier. Haben wir uns hier eigentlich schon mal umgeguckt? Ne, ich kann mich hier auch gar nicht so recht umgucken. Außer hier vielleicht mal in alle Kanten reinschwimmen. Aber ne, ich glaube, sonst ist hier nichts. Es wird einem ja auch kein weiteres X mehr angezeigt für irgendeinen Mond oder so. Und dann mal schnell raus hier. So, das hier werden nur Münzen oder Gegner sein. Münzen. So. Dann gehen wir mal nach rechts oben gucken. Vielleicht mit so einem Fischi hier. Es geht ja doch ein bisschen schneller, über das Wasser zu fitschen. So, wir sind da schon relativ nah. Ich vermute mal fast, hier kann ich unter die Felsen drunter oder so. Ja, hier ist auch ein... Oh, wow! Ach so, hier kann man rechts rein. Ja, ja, so ein paar Dinger sind ja doch sehr gut versteckt. Zumindest ohne... Wenn man nicht exakt in jede Ecke und so reinschaut, verpasst man doch schnell den einen oder anderen Mond. Aber so soll es ja auch sein. Wenn alles immer nur offensichtlich wäre, wäre es ja auch ziemlich langweilig. Oh, meine Nase juckt schon wieder vom Feinsten. So, Koopa, neben dem Koopa Freerunning ist irgendwie noch einer. Okay. Ich wollte gerade sagen, stimmt, hier glitzert was, aber ich glaube... Da habe ich mich doch verguckt, oder? Oder gibt es hier noch einen?
Wir reisen um die Welt, bla bla. Kein Preis für dich dieses Mal, aber du könntest ja versuchen, einen neuen Rekord aufzustellen. Nö, also irgendwie hier müsste ja was sein. Gucken wir mal unter Wasser. Das Dingen, ernsthaft, habe ich das noch nicht? Oh Mann. Wie kann es sein, dass ich dieses... Das habe ich 100% schon gesehen, das Glitzern. Unter einer gefährlichen Kuppel. Da habe ich doch bestimmt nur gedacht, das hätte ich schon mal ausprobiert oder so, oder? Das habe ich auf gar keinen Fall nicht gesehen. So, zwei Stück noch. Links oben und... Also beide links von uns. Ist hier noch so ein... Fischi? Nö. Dann... Nee, da habe ich aber keinen Bock, das zu Fuß anzugehen. Ach, ich kann einfach mal rüber joggen. Zack. Und da unten. Der mittlere von den drei Hügeln. Es ist so offensichtlich. Nein, es ist nicht so offensichtlich. Aber ich stehe genau drin. Oder ist hier auch noch eine Höhle oder sowas? Sag nicht, ich war hier nicht drin. Doch, hier bin ich doch drin gewesen. Ne, hier ist der Mond noch nicht. Mir geht der Sauerstoff aus. Oh, du warst meine Rettung, Fischi. Danke. War es einer der drei anderen Hügeln dann? Ach ja, der hier glitzert, oder? Okay, wir probieren mal alle Hügel aus. Irgendwie alle Hügel hier glitzern so ein bisschen. Die Dreifaltigkeit der Hügel, die hier glitzern. Komm, Mond. Hier auch nicht. Ach so, jetzt hat es... Ey, was ist das denn für ein geiler Mechanismus? Ich musste da überall einmal draufspringen, um es hier zu aktivieren. Okay, cool. Ja gut, das ist natürlich auch was, was wir bisher noch gar nicht hatten in der Form. Blubberstrand, nördliche Gefilde. Ja, cool, cool. Und dann fehlt noch einer. Entweder hier oben drauf oder unten drunter. Die Schnegge? Was wolltest du denn nochmal? Die Eidechse da oben auf dem Leuchtturm redet die ganze Zeit. Ach so, der doch, der wollte die Eidechse sehen. Okay, dann braucht man die Eidechse also doch. Hab ich schon gewundert, warum die da hockt und keine Funktion hat. So, aber das ist ja easy. Du hast es wirklich getan. Dein Flug war wirklich ein spektakulärer Anblick. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Segelflug vom Leuchtturm. Komm mal raus da, Mario. So, jetzt müsste ich eigentlich alle bis auf diesen einen Mond hier unten haben. Und da würde ich mich jetzt mal Richtung Papagei begeben. Und mal fragen, was der dazu zu sagen hat. So, Papagei, bist ein bisschen rechts von mir. Ach Gott. Wo ist er denn? Hier sind Möwen. Ach, da hockt er.
Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß. Ich kann es ja nicht. Geheimfahrt zum Blubberstrand. Genau, Geheimfahrt zum Blubberstrand ist der letzte. Und das ist dann irgend so ein Bilderrahmen. Okay. Dann sind wir hier erstmal fertig. Das heißt, jetzt geht es in mein ungeliebtestes Land in Super Mario Odyssey. In dieses komische Kochland. Oh Mann. Da habe ich ja Lust drauf. Aber ich fürchte, auch da muss ich durch, ne? Ich kann auch nicht mal so genau sagen, warum ich nicht mag. Ob es diese dröge Optik irgendwie ist, diese pastellfarbene. Ich weiß es nicht. 660, das heißt, uns fehlen noch 220. Ja, bitte, auf in ein anderes Land. Und zwar ins Schlemmerland. Auch hier wird der Mondwürfel angekommen sein, da bin ich mir sicher. Das brauchen wir auch nicht mehr sehen, das kennen wir schon. So, wo ist er denn? Der Mondquader leuchtet ebenfalls. Das sollten wir uns auf alle Fälle ansehen. Wo ist das denn genau? Da oben sieht man das Hauptdorf. Auch diesen Quader werde ich mir natürlich mal als erstes besorgen. Genau, da ist er. Die Frage ist nur... Doch, hier müsste das Dorf sein. Ich denke mal irgendwie... Hier schnappen wir uns mal so eine Flamme und werden als erstes mal diesen Quader besuchen. Hier ist voll die Party. Das ist doch neu, oder? Die Party war beim ersten Mal hier aber doch nicht so stark am, so am Start, oder? Ich bin eigentlich mit einem Kumpel hier, aber er ist direkt mal auf eigene Faust losgezogen. Ein ziemlicher Nimmersatt. Er sitzt bestimmt bei jemandem auf dem Kopf und beschnuppert die herrlichen Düfte hier. Okay, das heißt, auch hier muss ich wieder jemanden finden, der hinten ein paar Augen hat. Naja, später... Oh, guck mal, Prinzessin Peach ist direkt hier. Mit seinen leuchtenden Farben und dem unwiderstehlichen Duft in der Luft ist dieser Ort ein wahres Paradies. Ganz egal, was man hier kostet, es schmeckt einfach alles köstlich. Versehentlich habe ich in diesem Mond gebissen. Er hatte sich im Eintopf versteckt. Du kannst ihn ruhig haben. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Sie hat auch ein lustiges Outfit an hier mit ihrer Latzhose. Das sind auf jeden Fall Outfits, in denen man Prinzessin Peach normalerweise so gar nicht kennt, wie sie hier im Spiel rumläuft. So, einen von euch hätte ich jetzt ganz gerne mal. Prima. Dann können wir jetzt mal da runtergehen. Da waren wir, glaube ich, in diesem Let's Play noch gar nicht gewesen, weil ich mir diese Gegend hier im ersten Playthrough quasi komplett gespart habe. Ah, da hier der Mond ist, fangen wir jetzt auch einfach mal hier an. Zack. Der Mondquader, der jetzt wieder seine Monde über dieses Land verstreuen wird. Kling. Oh, es sind ja gar nicht so viele, die er ja verstreut hat, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz wird es ja auch noch den einen oder anderen Mond zu finden geben. Zumindest auch den inklusive der regulären Monde. So, wo feuert er mich hin? Wow, diese Überflüge sind so geil. Ach. Was will er denn von mir? Ich glaube, auf dem Platz ist irgendwas los. Okay, das sind nur Kanonen, die mich hier hin und her schießen, oder was? Hier bin ich ziemlich sicher schon gewesen. So, und er schießt mich jetzt einfach wieder zurück, ja? Da sehe ich schon... Ah, mir fehlen im letzten Land noch 3 lila Münzen, fällt mir da gerade ein. Das habe ich gar nicht erledigt. Naja, das werden wir am Anfang der nächsten Folge, denke ich mal, erledigen. Da muss ich eh erstmal suchen gehen, was ich, glaube ich, wieder, weil es aufwendiger ist, ganz gerne offline machen würde. Das ist dann doch ein bisschen langweilig, glaube ich, für das Video, wenn ich da ungefähr 3 Stunden rumrenne und irgendwelche Münzen suche. So, dann nehmen wir mal die Fahne hier. Wo willst du denn hin? Ja, da oben ist eine Tür, dann gehen wir auch da mal rein. Und schau mal, was es da zu holen gibt. Hm, auf jeden Fall irgendwie wieder Pommesgabelweitwurf.
sind noch lila Münzen. Oh. Ah nein, ich sollte nicht... Oh, das war gar nicht für mich gedacht. Das war für meinen Hut gedacht. Das war jetzt nicht so schlau gewesen. So, der Hut sollte da rein. Zack, zack, zack. So, die Münzen nehmen wir mal mit. Irgendwo gibt es hier wahrscheinlich auch noch so einen Secret Mond. Kann man sich wahrscheinlich auch irgendwo in so eine... in irgendeine Richtung schnipsen, wo man es gar nicht so auf dem Schirm hatte. So, hier ist auf jeden Fall der reguläre Mond. Per Gabel zum Gipfel. Okay. Der war jetzt nicht so gut versteckt, muss ich sagen. Auch wenn er vielleicht ein bisschen tricky zu erreichen ist. Ach guck mal, es war gar nicht so tricky, wie ich dachte. So, Abstecher per Gabel. Überhaupt kein Thema. Juhu, dann kommen wir hier schon wieder raus. Und dann mal gucken. Na, Mario, ich sehe gerade nichts wegen Kameraproblemen. Was sich noch so hier in der Ecke rumtreibt. Und einmal durch die Höhlen hier durch. Keine Ahnung, ob ich hier schon gewesen bin und ob das irgendwelche Bereiche sind, wo man sonst gar nicht hinkommt oder eventuell doch hinkommt. Noch eine Tür. Dann nehmen wir die natürlich auch schon mal mit. So, okay. Sich senkende Inseln. Und da hinten ist ein Mond. Dann holen wir uns doch den mal zuerst. Oh, ja genau. Das passiert, wenn man in die Lava fällt. Da verbrennt man sich den Hintern. So, Mond Nummer 1. Dankeschön. Das war schon mal einfach. In einer Ecke des Magmasumpfs. Oh, es geht. Es war knapp, aber es geht. So, jetzt geht es darum, hier 5 Mondteile einzusammeln. Da haben wir schon mal Nummer 1. Okay, und ich werde mit Feuer bespuckt, während ich das mache. Oh, oh, oh. Das könnte jetzt schnell tödlich werden. Ja. Das war irgendwie zu erwarten. Wenn man da einmal ungünstig getroffen wird, endet das halt schnell in der Lava. Weil hier wirklich, wenn man auf so einer kleinen Insel ist, hat man keine Chance, da irgendwie kontrolliert im Kreis zu laufen und nicht mehr die Lava zu berühren. Man ist dann einfach drin. So. Vielleicht könntest du ja mal aufhören damit. Oh nein! Oh oh, das endet auch wieder tödlich. Naja, die Mondteile bleiben erhalten. Das ist die positive Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, diese scheiß Blume da hinten ist wieder da. Naja gut, jetzt bin ich immerhin mal auf einer größeren Insel gelandet. Oh nein! Oh shit, 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 ich habe schon wieder nur noch ein Leben. Beziehungsweise ein Herz. Nö! Da muss ich jetzt doch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Oh. So. Das Mondteil hätten wir auch. Dann bleiben wir hier nochmal kurz sicher stehen. Und dann das letzte sollte ja auch nicht der Riesenstress sein. Das ist ja immer auf einer Plattform, die sich nicht absenkt. Und die Frage, wo der Mond jetzt auskommt. Na gut, den haben sie doch anscheinend einigermaßen nett platziert. Magmasumpf treiben und sinken.
So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich habe hier so ein bisschen die Orientierung verloren, muss ich sagen. Ach so. Hier sind wir jetzt quasi. Und ein Musiktod. Mal gucken, ob wir für ihn das passende Musikstück dabei haben. Was will er denn? Hey du, ich bin mal hier, mal dort auf Reisen und suche nach der passenden Musik. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche Musik, die zu einem bestimmten Thema passt. Dieses Thema heißt, Hilfe, ich bin ein Ungeheuer. Wenn du das haben solltest, würde ich es mir gerne mal anhören. Das kann doch eigentlich nur ein Bowser-Stück sein, oder? Bowser-Kampf? Nicht ganz das, was ich meinte. Nicht ganz, was ich... Okay, es ist keine Bowser-Musik. Ich bin ein Ungeheuer. Brudelskampf? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Die sind nicht ungeheuerlich genug. Meint er vielleicht diese Dory oder so? Mondscheinkrater... Bowsers Festung vielleicht? Auch nicht das, was er meinte. Was habe ich gerade nochmal gesagt, was er eventuell meinen könnte? Achso, Dory, ne? Island Toxico, New Donk City, Blubberstrand, aber... Hier gibt es ja kein explizites Musikstück für Dory. Aber Hilfe, ich bin ein Ungeheuer, da würde ich doch eigentlich am ehesten hier die Bosskämpfe sehen. Brutal... Madame Brute. Hilfe, ich bin ein Ungeheuer. Vielleicht auch der Dinosaurier. Fossilfälle, Dino. Ja, das ist die Musik, die ich hören wollte. Okay, doch noch drauf gekommen. Es hat nur ein bisschen gedauert. Dankeschön, Gems Session im Schlemmerland. So, aber doch, die Musik würde ich schon gerne wieder loswerden. Dankeschön. Die ist mir doch ein bisschen zu aufregend hier für ein ganz normales Level. So, euch brauche ich mit Sicherheit auch noch, ja? Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo. Da ist auch noch so ein Gabelflitscher. Oder brauche ich euch nicht? Da ist noch so ein Tic-Tac-Turnier. Ach komm, machen wir erstmal das. Ich weiß eh noch nicht, wofür ich euch brauche. So, was willst du? Au, au, au. Wenn das nicht hinhaut, das wird heiß. Aber bisher sah das nicht allzu anspruchsvoll aus, ehrlich gesagt. Oh, ach so, ach so. Die Blöcke, die ich schon berührt habe, verschwinden. Das ist der Trick. Das habe ich nicht schnell genug gerafft. Dann machen wir das direkt nochmal, würde ich sagen. Und diesmal sind wir darauf vorbereitet. So, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt einmal links rum und einmal rechts rum, um gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, hier irgendwelche sinkenden Blöcke nochmal mitzunehmen. So, das war doch super easy, wenn man einmal weiß, was hier Sache ist. Okay, ich bin mir sicher, hier wird wieder irgendwo so eine Gumbarine rumstehen, die ich irgendwie anflirten muss. Aber da ich noch nicht weiß, wo die ist, ignoriere ich erstmal die ganzen Gumbas, die hier sind. Und gehe mal zu dieser Mondröhre da hinten. Ein Herzchen. Und ein Mond auf diesem Salzberg, oder was ist das hier? Am Rande einer Salzansammlung, sage ich doch. Oh, da ist auch noch, okay, da muss ich, aber da wollte ich eh noch hin mit der Flamme, mal hier die hintersten Ecken erforschen. Aber erstmal gehen wir hier reingucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mag sowas nicht. Brauche ich euch hier? Ja, ne? Ich, spring mal voraus. Brauche ich das Ding denn da überhaupt? So, wo du mich auch immer hinbringst.
Wahrscheinlich zu diesem Secret-Mond hier. Flug über die Lava-Inseln. So, jetzt kann ich auf mein Gitter zurück. Und mir im Zweifelsfall auch wieder so ein Flammendings hier nehmen. Aber ich kann auch erstmal hier draufbleiben. Ah, nein! Und ich wollte gerade sagen, und die Fahrt genießen. Aber ganz so einfach war es mit dem Genießen der Fahrt nicht. Oh Mann, diese Flammen hier, echt mal. Och, komm schon. Ach so, jo, die können ja sogar durchs Gitter durchspringen, ne? Stimmt, tun sie hier ja auch. Aber hier, ne, hier muss ich wieder aufs Gitter, sonst komme ich da nicht rüber. Zack. So, dann sollte ich diesmal darauf achten, da nicht getroffen zu werden. Wo hüpfen sie denn hier genau rum überall? So, einmal hier außen. So, und ich glaube, wenn ich, oh, hier außen bleibe, dann passt das erstmal. So, das war die Landeplattform von diesem Überflug gerade. Ich vermute mal, da habe ich auch nicht viel, boah. Nicht mehr viel zu entdecken. So. Und du schießt mich auch durchs Gitter durch, ne? Aber ich kann ja hier auch einmal hinten rumgucken, ob hier noch irgendwelche tollen Sachen sind. Aber es sind nur ein paar gelbe Münzen gewesen. Noch nicht mal lila, ne? So. Dann hätten wir auch diesen Mond, der Schatz der Lava-Inseln. Und damit sind wir hier drin, denke ich mal, auch fertig. So, um den Bereich hier rechts mal einigermaßen abzuschließen, gehe ich mir mal irgendwie die Münzen holen, die wir da vorhin schon gesehen haben. Warum diese Flamme hier immer die Position wechselt? Ein bisschen hyperaktiv, die gute, ja? Habe ich das hier gerade schon gesehen? Nee, offensichtlich nicht. Salzinsel in der Lava. So. Da links war unser Mondquader drauf. Warte mal, mit dem Ding habe ich mich doch vorhin irgendwo hingeschossen. War ja nicht gerade noch ein anderes gewesen? Ne? Habe ich mich anscheinend verguckt gehabt. Da könnte man natürlich gleich auch nochmal reingucken, ob da irgendwas Spannendes drin ist. Aber erstmal gehen wir uns hier die lila Münzen holen, die ich hier vorhin gesehen habe. Interessant, was hier alles an Zeugs rumliegt. So. Die Frage ist, will ich das alles kaputt machen? Kann hier irgendwas drin sein? Glitzert eins von diesen Dingern? Was auch immer das hier alles ist. Alles ist einfach weiß, sieht so ein bisschen aus wie Kalkstein oder so, aber... Vermutlich sollen es irgendwelche Kochzutaten sein. So. Da liegen auch noch welche. Na gut, die liegen jetzt wirklich überall vereinzelt hier rum. Da werde ich jetzt nicht mehr allen Einzelteilen hier hinterherjagen. Okay, hier sind wir dann mehr wieder im ganz normalen inneren Bereich. Ich glaube, die Fackeln und so, da hatte ich schon mal angezündet. Dann wollte ich, glaube ich, nochmal hier reingehen, ne? Hier ging es auch noch rein irgendwo. Hier auf dem Ding glitzert, da komme ich aber wahrscheinlich besser von oben dran. Ich gehe noch einmal hier durch und gucke, wo kommen wir hier genau aus. Ja, hier sind wir auch schon gewesen. Dann kann ich doch nochmal gucken, ob ich hier drauf komme. Ja, theoretisch schon, in der Praxis. So. Hat ein Versuch länger gedauert. Yay, im Inneren eines funkelnden Steins. So, es hat sich, glaube ich, immer noch nicht geklärt gehabt, wofür ich diese ganzen Goombas da brauchte. Vielleicht steht auch irgendwo unten was rum. Aber erstmal benutze ich jetzt diese Pommesgabel. Aber wofür ist die denn? Wahrscheinlich eher, um mich darüber zu schnipsen. Es wird ja wohl nicht ganz reichen. Ach so, ich kann sie auch nur nach hinten. Ich kann sie gar nicht 180 Grad. Sich biegen lassen. So. Dann schauen wir nochmal hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier beim letzten Mal schon war, ob es hier irgendwas gibt. Ja, zumindest noch ein Tic-Tac-Turnier. Cool, cool. Genau, hier war ich schon drin gewesen. Man sieht es jetzt, glaube ich, nicht. Aber ich meine, da wären irgendwie ein paar lila Münzen drin gewesen.
Okay, das sollte auch nicht das Riesenthema sein. Hier so ein paar Wandsprünge zu machen. Okay, ich glaube, ich gehe mich nochmal eben hier vergewissern mit den lila Münzen. Ja, ich sah, irgendwas war da oben. Okay. Ja, die hatten wir schon. Okay. Und wo wir gerade bei der Odyssee sind, geben wir nochmal die Monde hier ab. Und den Rest schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Okay, wie gesagt, bei diesem Stand machen wir aber beim nächsten Mal weiter. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.